Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video zum Taiwan-Konflikt und zur Frage, ob es dadurch eventuell zu einem dritten Weltkrieg kommen könnte. Was ist eigentlich Taiwan? Taiwan ist ein Inselstaat, der etwa 130 Kilometer vom chinesischen Festland entfernt liegt, und zwar östlich vom asiatischen Kontinent. Hier auf der Seite seht ihr eine Karte von Asien oder von der ganzen Welt besser gesagt. Und darin rot ist China und rechts von China seht ihr die kleine Insel, das ist Taiwan. Flächenmäßig ist Taiwan ein bisschen kleiner als die Schweiz. Taiwan hat aber viel mehr Einwohner als die Schweiz, nämlich 23 Millionen Einwohner oder sogar mehr als 23 Millionen Einwohner. Taiwan nennt sich auch Republik China oder Republik China auf Taiwan. Warum das so ist, werden wir gleich erfahren. Der Inselstaat ist nur von sehr wenigen Ländern offiziell als ein Staat anerkannt. Denn die Volksrepublik China, also das, was wir normalerweise unter China verstehen, das große Land auf dem chinesischen Festland oder auf dem asiatischen Festland besser gesagt, sieht Taiwan nämlich nicht als eigenständig an, sondern lediglich als eine Provinz von China, also von der Volksrepublik China. Der Taiwan-Konflikt. Was ist das eigentlich genau? Seit einiger Zeit nehmen die Spannungen zwischen der Volksrepublik China und Taiwan immer weiter zu, also zwischen dem China auf dem asiatischen Festland und der Insel Taiwan. Anfang Oktober 2021 schickte China mehr als 150 Kampfflugzeuge über den taiwanesischen Luftraum. Und der chinesische Präsident Xi Jinping hielt eine Rede, in welcher er betonte, dass Taiwan wieder mit der Volksrepublik vereinigt werden müsse oder wieder zu Festland China dazugehören müsste. Um diesen heutigen Konflikt zwischen der Volksrepublik China und Taiwan oder allgemein den heutigen Konflikt um Taiwan zu verstehen, muss man sich der Geschichte des Inselstaates zuwenden. Und das tun wir jetzt. Im 16. und 17. Jahrhundert wurde die Insel Taiwan abwechselnd von verschiedenen europäischen Kolonialmächten besetzt, den Portugiesen, den Spaniern und den Niederländern. Diese hatten sehr großen Einfluss auf die Kultur der indigenen Bevölkerung, also der Menschen, die auf der Insel Taiwan wohnten. Und sie veränderten auch die Strukturen, Vorstellungen und Lebensformen dieser Menschen. Im Jahr 1683 kam Taiwan erstmals unter die Kontrolle von China, nämlich unter die Kontrolle der damals herrschenden Qing-Dynastie in China. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also etwa ab 1850, geriet die Insel wieder mehr in den Fokus europäischer Kolonialmächte sowie auch Japans. Besetzt wurde sie aber bis 1895 dann nicht von diesen Mächten. 1895 jedoch verlor die chinesische Qing-Dynastie den ersten japanisch-chinesischen Krieg gegen Japan. Dieser hatte von 1894 bis 1895 gedauert. Und als Folge dieses Krieges musste China die Insel Taiwan an Japan abtreten. Taiwan wurde also 1895 eine Kolonie von Japan. Diese Kolonialherrschaft Japans über Taiwan hielt 50 Jahre an. Also bis 1945. Während dieser Zeit, als Taiwan eine Kolonie Japans war, richtete die japanische Kolonialverwaltung Schulen auf Taiwan ein und trieb auch die Industrialisierung voran. Gleichzeitig aber hielt Japan auch ein sehr brutales Regime auf Taiwan. Die Taiwanesen sollten sich an Japan assimilieren, also anpassen. Und sie sollten die japanische Sprache annehmen und japanische Bräuche praktizieren und ihre eigene
Kultur aufgeben. Wie gesagt, die japanische Kolonialherrschaft hielt bis 1945 an auf Taiwan. Nach dem Zweiten Weltkrieg, den Japan verlor, musste Japan die Kolonie Taiwan wieder an China abgeben. In China herrschte jetzt aber nicht mehr die Qing-Dynastie, sondern seit 1912 gab es die Republik China auf dem chinesischen Festland. Und seit 1927 gab es in China einen Bürgerkrieg, den chinesischen Bürgerkrieg. Dieser hatte sich immer wieder ein bisschen in Phasen bewegt. Manchmal waren wieder Kämpfe ausgebrochen, dann war es wieder eher ruhig. Und nach 1945 ging dieser Bürgerkrieg aber nun in eine neue Phase. Zuerst müssen wir uns noch ganz kurz der Vorgeschichte dieses Bürgerkrieges zuwenden. Im Jahr 1911 hatte die 2000-jährige Herrschaft chinesischer Kaiser über China geendet und die Qing-Dynastie, die zuletzt geherrscht hatte, war untergegangen. 1912 dann war die Republik China ausgerufen worden. Nach 1912 gab es einige Jahre, in denen die eher chaotisch waren und in denen ein politisches Machtvakuum herrschte. Ab den späten 1920er Jahren hatten sich dann die Spannungen vor allem zwischen zwei Parteien verstärkt und es war 1927 zum Bürgerkrieg gekommen. Auf der einen Seite in diesem Krieg stand die Kommunistische Partei Chinas, also die Kommunisten, unter der Führung von Mao Zedong. Und auf der anderen Seite war die Republik China mit der Nationalpartei, den Kuomintang, unter Chiang Kai-shek. Diese nannten sich, oder diese nennt man die Nationalisten. Beide diese Parteien wollten die Macht in China haben und sie hatten unterschiedliche Ideen, wie sie das Land in die Moderne unter Anführungszeichen, führen wollten. Die Kommunisten wollten ganz nach dem Sinn der kommunistischen Ideologie eine kommunistische, klassenlose Gesellschaft, in der das Land in gesellschaftlichem Besitz war. Also mit dem Land ist hier nicht das Land China gemeint, sondern der Boden. Die Kuomintang hingegen hatten ursprünglich auf Nationalismus gesetzt und auf Demokratie, wurden jedoch mit der Zeit dann trotzdem auch immer konservativer und immer diktatorischer. Diese Parteien kämpften also gegeneinander und im Jahr 1949 mussten sich dann die Kuomintang geschlagen geben, denn sie hatten den Krieg gegen die Kommunisten verloren. Mao Zedong rief am 1. Oktober 1949 in China die Volksrepublik China aus. Das ist wichtig, es gibt einen Unterschied zwischen der Volksrepublik China und der Republik China. Vorher gab es in China, auf dem Festland von China, die Republik China. Und jetzt rief Mao Zedong die Volksrepublik China aus, also das kommunistische China. Was ist das für die Kuomintang? Die verbliebenen rund 2 Millionen Anhänger der Kuomintang flüchteten unter Chiang Kai-shek auf die Insel Taiwan. Also diejenigen, die Nationalisten, die jetzt den Krieg in China verloren hatten, flüchteten alle zusammen auf die Insel Taiwan. Dort gründeten sie dann am 1. März 1950 die Republik China. Die Kuomintang versuchten also auf Taiwan die Republik China, die 1912 ja auf dem chinesischen Festland gegründet wurde, weiterzuführen auf Taiwan. Die Regierung in Taipei, also das ist die Hauptstadt von Taiwan, sieht sich also als legitimer Vertreter der Republik China, der 1912 gegründeten Republik China, an. Und laut ihnen sind sie die wahre Republik China, währenddem die Volksrepublik China, die sich auf dem chinesischen Festland befindet, nicht
das wahre China sei. Wie ging es danach weiter auf Taiwan oder in der Republik China auf Taiwan? Bis 1992 regierte die Kuomintang als Einheitspartei auf Taiwan. Das heißt, es gab keine anderen oder es waren keine anderen Parteien auf Taiwan erlaubt. Das heißt, das Land wurde autoritär regiert. Trotzdem gab es aber wirtschaftliche und soziale Reformen, die die Entwicklung des Landes voranbrachten. Seit den 1950er Jahren gab es deswegen in Taiwan eine lang anhaltende Phase des Wirtschaftswachstums und auch das Bildungssystem wurde stark ausgebaut. 1971 war ein wichtiges Jahr für die Republik China auf Taiwan, denn bis 1970 wurde China in den Vereinten Nationen, auch UNO genannt, durch Taiwan vertreten. Bereits zuvor hatten aber sowohl die Volksrepublik China als auch die Republik China auf Taiwan darauf beharrt, dass sie das wahre China seien und beide hatten es nicht zugelassen, dass andere Staaten offizielle Beziehungen zum jeweils anderen unterhielten. Also Taiwan ließ es nicht zu, dass wenn ein Staat Beziehungen zu ihm unterhielt, er gleichzeitig Beziehungen zur Volksrepublik China unterhalten durfte und umgekehrt war es genau gleich. 1971 jedoch wurde dann die Volksrepublik China, die ja flächenmäßig viel größer ist als die Republik China, die Volksrepublik China wurde also als legitime Vertreterin Chinas in die UNO aufgenommen und deshalb musste Taiwan ausgeschlossen werden, da es beide ja nicht zuließen, dass die Staaten mit beiden gleichzeitig Beziehungen unterhielten. In den folgenden Jahren brachen immer mehr Staaten ihre diplomatischen Beziehungen zu Taiwan ab und nahmen offizielle Beziehungen mit der Volksrepublik China auf, die ja auch wirtschaftlich viel interessanter war als Taiwan. Und hier sehen wir auch den Grund, weshalb Taiwan von so vielen Staaten nicht als offizieller Staat anerkannt ist. Welche Rolle spielten die USA dabei? In den 1950er Jahren hatten die USA Taiwan unterstützt, da sie eine Besetzung der Insel durch die Kommunisten befürchteten, also durch das kommunistische China und andere kommunistische Länder. Die USA hatte also Taiwan vor einer Invasion der Volksrepublik China beschützt. Und ohne den Schutz der USA wäre Taiwan natürlich nicht so stark gewesen, wahrscheinlich sich zu verteidigen, da es sich ja nur um eine kleine Insel handelt. In den 1970er Jahren näherten sich dann die USA und die Volksrepublik China aber wieder an. Und im Jahr 1979 nahmen sie wieder diplomatische Beziehungen auf. Was bedeutet das? Als Folge davon mussten die Beziehungen der USA zu Taiwan formal zumindest abgebrochen werden. Trotzdem sicherten die USA Taiwan weiterhin Schutz vor militärischen Angriffen zu. In einem sogenannten oder im sogenannten Taiwan Relations Act. Wie ging es weiter in Taiwan? 1987 wurde in Taiwan die Gründung von anderen politischen Parteien neben der Kuomintang erlaubt. Und 1992 fand dann die erste freie und demokratische Präsidentschaftswahl in Taiwan statt. Spätestens seit etwa seit 2000 kann man sagen, dass Taiwan eine vollständige Demokratie ist. Es fand also in den letzten 50 bis 70 Jahren auf Taiwan eine Demokratisierung statt. Und Taiwan ist heute eines der reichsten Länder in Asien.
insbesondere die Wirtschaft floriert. Denn vor allem viele Technologieunternehmen wie Acer, Asus oder HTC kommen aus Taiwan. Kommen wir zurück zum Taiwan-Konflikt. Worum handelt es sich jetzt also bei diesem Taiwan-Konflikt, der uns zurzeit stark beschäftigt, genau, und was sind die Gefahren, die daraus hervorgehen? Wie wir vorher schon gehört haben, beanspruchen heute sowohl die Volksrepublik China, also das China auf dem Festland, als auch die Republik China, also das China auf Taiwan. Beide beanspruchen, dass sie das richtige China seien und wollen die beiden Chinas wieder zusammenbringen. Also vor allem die Volksrepublik China möchte, dass die Republik China wieder zu ihnen gehört. Aber es gibt auch Stimmen in der Republik China, die sagen, dass es eine Wiedervereinigung geben solle. Aber natürlich nicht als eine Art Eingliederung ins kommunistische China, sondern als eine Republik China. Gleichzeitig werden in der taiwanesischen Bevölkerung aber auch immer wieder Rufe nach einer Unabhängigkeit laut, also nach einem eigenen Staat Taiwan, der nichts mehr mit China zu tun hat. In einem solchen Fall droht aber die Volksrepublik China mit einem sofortigen Krieg. Und im Moment ist auch ein Angriff der Volksrepublik China mit dem Ziel, die abtrünnige Provinz, also die Republik China auf Taiwan, wieder ins Mutterland einzufügen, nicht auszuschließen. Weil Taiwan aber noch immer unter dem Schutz der USA steht, hat die Volksrepublik China noch nicht angegriffen bis jetzt. Trotzdem, die USA und China testen im Moment immer wieder, wie weit sie gehen können, ohne dass der jeweils andere einschreitet oder etwas unternimmt. Wie wir vorher schon gehört haben, China testet im Moment, wie die USA reagiert, wenn sie wiederholt den Luftraum Taiwans missachten. Und die USA auf der anderen Seite testen, wie China darauf reagiert, wenn sie ihre Präsenz im Pazifik stark erhöhen. Im Hintergrund des Taiwan-Konflikts geht es also nicht nur um die Insel Taiwan, sondern es geht auch um die Rivalität zwischen den USA und der Volksrepublik China. Der Präsident der USA, Joe Biden, hat auch erst am 21. Oktober 2021 erneut öffentlich betont, dass die USA Taiwan bei einem militärischen Angriff durch China verteidigen würden. Und diese Rivalität zwischen den USA und China, der aufsteigenden Wirtschaftsmacht auf unserer Erde, wird sich laut Experten auch in Zukunft nicht legen, sondern wahrscheinlich eher noch verstärken. Und welche Rolle spielt Russland dabei? Auch Russland könnte ins Spiel kommen, in diesem ganzen Taiwan-Konflikt. Denn nicht nur zwischen dem Westen, also den USA und Europa und China, bestehen zunehmend feindliche Beziehungen, sondern auch zwischen dem Westen und Russland. Sowohl in Peking als auch in Moskau gibt es deshalb Befürworter eines Militärbündnisses zwischen China und Russland. Der Taiwan-Konflikt hat also durchaus das Potenzial, zu einer Auseinandersetzung zu werden, die die ganze Welt betrifft. Wenn nämlich China sich mit Russland verbünden würde und Taiwan angreifen würde, dann die USA einschreiten würde, das würde das Risiko eines Weltkrieges mit sich bringen, oder das bringt das Risiko eines Weltkrieges mit sich.
Trotzdem, es bleibt zu hoffen, dass der Konflikt auf eine andere Weise gelöst werden kann, dass eine friedliche Lösung dafür gefunden werden kann. Zum Beispiel, indem sowohl die Volksrepublik China als auch Taiwan den jeweiligen anderen Staat formal anerkennen. In welche Richtung sich der Konflikt entwickeln wird, das wird sich wohl in näherer oder nächster Zukunft zeigen.